So, jetzt machen wir uns auf den Weg zu den überwucherten Ruinen, um Herodotos zu retten. Und ja, gestern Abend ist mir der Name wieder eingefallen. Ich habe ja im letzten Part am Ende gesagt, mir fällt nur Barnabas ein, aber Barnabas ist das ja nicht. Ja, der Name ist mir wieder eingefallen, als ich überlegt habe, wie ich diesen Part hier nenne. Und dann auf einmal hatte ich den Namen Herodotos im Kopf. Also in meinem Kopf herrscht sehr viel an Informationen, bloß ich kann manchmal nicht unbedingt alles sofort wieder aus den Schubladen wieder herausholen, sag ich mal. Und ja, ich hoffe natürlich, ich weiß nicht genau, wie lange das hier noch dauert. Ich hoffe, ich bekomme das in diesem Part hin, vielleicht im nächsten Part, dass wir das Abenteuer abschließen können von Cassandra hier in Odyssee. Denn ich möchte schon ganz gerne in Valhalla endlich starten mit Eivor und dann auf Cassandra treffen. Ja, wir werden sehen. Erstmal Herodotos befreien. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, ich hab eigentlich ja auch gar keinen Bock zu kämpfen, aber jetzt mich hier so lange herumschleichen ist jetzt auch ein bisschen blöde und ich bekomme so ja auch nicht unbedingt. Hoppala. Ja, gut, okay. Mit Rumschleichen bekomme ich das da schon hin, die Leute zu töten, die ich töten muss, aber die dann erstmal zu finden in dem ganzen Wirrwarr. Da kämpfe ich lieber gleich mit allen und dann. So, jetzt erstmal wieder ein paar Sachen aufladen. Nee, würde ich nicht sagen. Ja. Klappt nicht so ganz so gut, wie ich es eigentlich wollte, aber gut, okay. Ich nehme das, was ich kriegen kann. Ja, klar, beim Runterfallen trifft er mich, ist klar. Ja, okay. Noch ein bisschen aufladen. Ja, da ist er getroffen worden, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht angegriffen habe. Also nicht direkt jedenfalls. Ne, würde ich nicht sagen. Eher eueres. Eher euer Leben kostet das Ganze hier. So, Nummer 1 ist weg. Sag mal. Boah, da wäre ich jetzt doch wieder fast hinüber gewesen. So, Gefangener Nummer 1 befreit. Schatz geplündert Nummer 1. Wie kann man mich denn so schnell aus den Augen verlieren?
dam, dam, dam. So, wo ist der Rest jetzt hier? Ikarus, helf mir mal ein bisschen. So, da ist noch ein Schatz da als Gefangener. Und was ist jetzt hier oben? Da ist noch ein Schatz. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja vieles wieder rausgefunden hier während des Spielens. Aber wie ich jetzt hier richtig renne, ist mir immer noch schleierhaft. Naja, gut. Geht auch sowieso. Geht auch schnell genug. So, jetzt wieder runter hier. Oh, doch nicht. Ja, okay, gut. Andersrum. Ich dachte, man kann da jetzt runter sausen, aber nee. Leider nicht. Gut. Jetzt nochmal schnell in die Richtung des Gefangenen und des anderen Schatzes. Da wartet, glaube ich, so wie ich es gesehen habe, noch ein Feind auf uns. Athena Donesti. Freiheit! Sei dir meines ewigen Danks gewiss. Okay, oder auch nicht. So, jetzt haben wir das alles schon mal. Jetzt fehlt noch Herodotos. Ja, ich dachte, das klappt mit dem Baumast, aber gut. Dann halt nicht. Da ist Herodotos. Ich muss ihn befreien. Und er lebt noch! Was ist das schön? Kumpelchen. Oh, oh. Hinter dir. Du willst, dass dein Freund lebt? Dann gib ihn her. Hä? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Er ist Geschichtenerzähler. Und er hat gesungen wie ein Spatz. Ich will den Schlüssel. Es gibt so viel Beute rund um diese Insel. Warum ausgerechnet dieser Schatz? Du weißt gar nichts, was? Der berühmteste aller Schatzsucher erbeutete das Wertvollste, was Sterbliche kennen, und versteckte es auf Korfu. Sein Name ist vergessen, doch seine Geschichte lebt weiter. Er versteckte es für den Tag, an dem sein Sohn in seine Fußstapfen treten und seine Hinweise finden würde. Doch der Narr starb einen Narrentod, und der Schatz wurde zu einer Legende. Der Schlüssel oder sein Leben. Entscheide dich. Nimm ihn. Nein, du kennst die Natur dieses Schatzes nicht. Ha! Erledigt sie, Jungs. Ich glaube, ich weiß genau, worum es geht bei diesem Schatz. Etwas Übernatürliches, sonst hätte er nicht gesagt, etwas Unglaubliches für Sterbliche. Ja. Iso, ich freue mich auf dich. Iso, Schatz, ich freue mich auf dich. Oh, vielleicht ein Edenapfel, vielleicht was anderes. Auf der anderen Seite, ja. Es ist ja schon interessant, wo der Edenapfel generell überall in der Geschichte zu Hause war, sag ich mal. Och, komm, noch mehr hier. Ernsthaft. Ihr schafft mich doch eh nicht. Die paar Kratzer, die ihr schafft. Ey, das kriegst du zurück, Kumpel. Beeil dich. Endlich. Er gehört mir. Mist. Ja.
gehört mir! Oh, Backe! Weiteres Artefakt? Er dreht durch. Ja, die Wirkung, die kenne ich vom Edenapfel, von dem ersten. Oh ja. Das ist der Edenapfel, den man im ersten AC-Teil sieht, im ersten Assassin's Creed. Was ist denn jetzt hier los? Sieht er mich oder sieht er mich nicht? Schwachsinnig. Diese ständige Achtung, er sieht mich gedöns. Ist jetzt gerade irgendwie schon etwas merkwürdig. Ist das Spiel gerade am Abkratzen oder was ist das jetzt für ein Mist? Du willst seine Macht, nicht wahr? Ich sehe die Gier in deinen Augen. Nö. Naja, doch, wir wollen ihn zwar schon, aber nicht wegen der Gier, also nicht wegen der Macht, sondern eher um. Ja, so Sterbliche wie dich davor zu bewahren. Wow, da will ich ganz gerne nur... Boah, nur ein bisschen was vergiften und dann klappt das nicht mal. Hilfe. Boah, los. Oh, gerettet. Oi. Ich mag ja eigentlich nicht unbedingt gerne immer wegrennen, aber... Boah. Ich möchte mir eine gute Chance erstmal wieder offenbaren zum Angreifen. So. Die Hälfte haben wir jetzt gleich schon mal geschafft. Das ist gut. Du bekommst ihn nur über meine Leiche. Oh, diese Stimme, ey. Oh, ich will auch so einen Stimmverstärker. Oh, Backe. Ja, aber ich denke mir schon, das ist der... Ah! No! Wow. Das ist der aus dem ersten Assassin's Creed Teil. Da gehen die Leute auch so heftig ab. Naja, wer weiß. Ich glaube, na, doch nicht. Da konnte man sich vervielfältigen. Bei dem hier spielt eher, glaube ich, Kraft die größere Rolle. So. Ich dachte ehrlich gesagt, Cassandra hätte ein bisschen mehr Power. Dass das ein bisschen schneller vonstatten geht, aber wer weiß, vielleicht ist genau das wiederum bei der neuen Geschichte ein bisschen angepasst, dass Cassandra nicht gleich so stark wirkt, sondern eine Herausforderung wieder dabei ist. Ah! Na, Mist. Ah!
geschafft. Und das sogar noch vor Ende des Parts. Oh, Backe. So, Cassandra. Noch ein weiterer Edenapfel, der für dich bestimmt ist. Ah. Was? Ah. Wow. Die mögen sich wohl nicht so. Okay. Ist die Kraft jetzt von dem Speer weg? Hat der Edenapfel die Kraft des Speeres aufgesaugt? Das ist krass. Nicht alle Schätze sollten gefunden werden. Was ist ja mit meinem Speer? Er ist so ruhig. Totenstill. Da stimmt etwas nicht. So hat sich mein Speer noch nie angefühlt. Ja, das habe ich mir gerade schon gedacht, dass die Kraft vom Speer aufgesaugt wurde. Fähigkeiten nicht verfügbar. Was? Nein, diese wunderschöne, gute, geile Fähigkeit. Die Energie deines Speers ist erloschen. Die Fähigkeiten, die er dir gewährt, sind vorübergehend nicht verfügbar. Wo ist... Toll. Und welche sind alle nicht verfügbar? Alle sind nicht verfügbar! Oder was ist das denn jetzt hier? Und was ist mit Barnabas passiert? Ja, wo ist Herodotos? Und... Oh, Barnabas! Genau, Barnabas! Wo ist der eigentlich abgeblieben, der Dude? Eigentlich abgeblieben, der Bana. Ist nicht gerade dahin der Edenapfel hingesprungen? Kannst du mich hören? Aletheia? Bist du das? Wir müssen reden. Also wer die Geschehnisse aus Valhalla noch im Kopf hat, der wird jetzt, glaube ich, genauso denken wie ich. Dir vertraue ich nicht mehr, Aletheia. Dir vertraue ich nicht mehr. Oh, ja, ja, genau, ja. Oh, ja. In der Situation habe ich gedacht, Alter, ne, die haben Cassandra ja sowas von verarscht. Naja, aber wer weiß. Wir werden erst in dem neuesten Assassin's Creed Teil herausfinden, was eigentlich der Plan zwischen Aletheia und ihrem Ehegatten Loki überhaupt wirklich, ja, was da eigentlich wirklich abgeht, was sie da eigentlich generell vorhaben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber jetzt erstmal wieder in die Vergangenheit zurück und schauen, was Herodotos jetzt macht. Da ist Barnabas! Auf was gucken die? Barnabas, wie hast du uns gefunden? Es klingt makaber, aber ich bin der Spur der Leichen gefolgt. Die führt mich hierher. Ich wollte den Piraten folgen, die Herodotos entführt haben, aber sie waren zu schnell. Geht es euch beiden gut? Ja, ja, sicher. Hast du die Sternschnuppe über der Insel gesehen? Das war zweifellos ein Zeichen der Götter. Keine Sternschnuppe, Barnabas, ein Artefakt. Der Brief erwähnte ein goldenes Objekt, so mächtig, dass es Menschen in das verwandelt, was sie am meisten fürchten. Monster. Oder in Monster. Und das nicht nur im übertragenen Sinne. Ich habe selbst gegen sie gekämpft. Du machst Witze. Ich kenne diese Artefakte. Sie sind genauso gefährlich, wie der Brief sie darstellt. Oh,
Welch mystische Kräfte! Wer weiß, wozu dieses Ding in der Lage ist? Auf jeden Fall zerbricht es Speere. Sicher? Für mich sieht er aus wie der gute alte Speer des Leonidas. Glaub mir, da ist etwas faul. Ach, was soll schon sein? Ich bringe ihn in Ordnung. Ich weiß, Speere sind keine Schiffe, aber Schiffsführer sind gute Handwerker. Echt? Das wusste ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich glaube aber nicht, dass du ihn reparieren kannst, Barnabas. Das ist ein Handwerk, von dem du, glaube ich, nicht ganz so viel verstehst. Du weißt nichts über Speere und über diesen hier schon gar nicht. Er ist besonders. Es war nicht böse gemeint. Es fühlt sich nur an, als wäre es meine Schuld. Schon gut. Ich kümmere mich drum und treffe euch zwei dann später. Schön. Warum schauen wir uns nicht diese Wasserfälle an, die du erwähnt hast, Barnabas? Ah ja, ich habe Asopos noch nicht meinen Respekt erwiesen. Er ist der Gott des hiesigen Flusses und wird über den Tumult hier nicht begeistert sein. Passt auf euch auf und geht den Piraten aus dem Weg. Hüterin. Wo muss ich hin? Zu Feaks Grab. Versteckt in einer Ruine. Komm allein. Triff mich westlich der Wasserfälle. Geh nach Norden. Wir treffen uns dort. Nach Norden. Also ich bin zwar sehr gespannt, was da jetzt auf uns wartet, aber ich bin so im Zwiespalt noch in der Situation, die in der Zukunft passiert, in Valhalla. Ja, da bin ich etwas sauer noch auf Alethea und ein bisschen enttäuscht, ein bisschen traurig darüber, dass Cassandra eigentlich generell ab diesem Moment, wo sie den Speer in den Händen hielt, den Stab von Hermes, dass sie seit diesem Moment einfach nur noch irgendwie verarscht wurde von dieser Alethea aus dieser Iso-Dame. Naja, gut. Wer weiß, wozu das alles noch dient? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, wir machen hier einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Zuschauer, der hier reinschaltet und natürlich auch im nächsten Part. Wenn ihr wollt, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Beim nächsten Mal werden wir uns das Grab des Fajax vornehmen. Ciao.